Deswegen spielen wir nur, wenn solche Modis rauskommen. Da hast du einfach mehr Spaß und Minis. Jetzt schnell, effizient und du hast gute Abwechslung in den Finalgames. Immer wichtig und richtig. Ja, du Hundesohn! Hab ich deine Mutter ge... Wen hältst du fest, hä? Du Stück Scheiße, du elendes Abschaumkind. Boah, das würde ich dir so gern unter die Nase reiben. Kann jemand seinen Namen herausfinden, damit ich ihn schreiben kann? Ich würde ihn auch gern einen Brief schicken. Schön die Briefmarke anspucken und dann dem zuschicken, wie ich den einfach nur alles Schlechte wünsche und dass er eine Playstation abfackelt. Das war flawless. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Okay, let's go! So, wir gehen Fall Guys rein. Greenscreens verschoben. Ja. Scheiße. Oh, auf einen Haufen Wins heute, Chat. Ich brauche einen Haufen Wins. Jetzt auch eine Woche lang kein Fall Guys mehr gespielt, oder? Oder? Mehr als eine Woche? Weniger als eine Woche? Ja, oder? Mit Max einmal, aber davor halt nicht mehr dann. Nur mit Max, ne? Backpacker spielt. Ja, gut, das war 20 Minuten. Stimmt, habt recht. Gehen wir den sicheren Weg. Den narrensicheren Weg. Immer den Narren sicheren gehen. Das ist ganz wichtig und richtig. Hierbei war halt echt smart, ne? Bei dem Modi konnte man richtig gut Shiny resetten, Soft resetten. Das war nicht einmal so bad. Aber jetzt müssen wir gar nichts machen. Jetzt können wir einfach nur aufs Spiel konzentrieren und auf den Chat. Obwohl, ich habe das ganz gut gemanagt bekommen, muss ich sagen. Ne? Shiny Hand, währenddessen auch auf Chat gucken und hier den Scheiß rauchen. Klar. Oh, wow. Da hat jemand das Zeitliche gesegnet. Ich habe The Boys gestern fertig geguckt, by the way, ne? In 6 Tagen. Legit 6 Tagen, 3 Staffeln. Alles fertig geguckt. Das sind 24 Stunden. Jede Folge geht eine Stunde. Es gibt 8 Folgen pro Staffel. Also The Boys ist nicht overhyped. Ich dachte die ganze Zeit, es ist overhyped. Und don't judge a book by its title. Weil The Boys, da denke ich mir auch schon wieder, Scheißname. Aber Top-Serie, kann man auf jeden Fall gucken. Sehr, sehr gut. Aber auch ab 18, ne? Klar. Genau. Obszön. Ne? Nix für euch, Kinders. Also die Leute, die hier irgendwie nur meine Fall Guys Streams erfolgen. Nix für euch. Ja. Immer den sicheren Weg gehen. Das ist ganz wichtig, dass man den sicheren Weg geht. Matt. Was ist denn das hier? Warum ist hier ein Schatten? Was ist? Scheiß drauf. Same ist genauso gut wie Stranger Things. Besser. Viel besser. Also klar, Stranger Things erste Staffel ist so... Ich sag sogar, die erste Staffel ist besser als The Boys komplett. Aber muss ja alles bewerten und Stranger Things wird immer schlechter mit der Zeit. Immer schlechter. Auch wenn du alles gucken kannst und Stranger Things trotzdem eine gute Serie ist, hat The Boys sich in den 3 Staffeln komplett gehalten. Über das Cast brauchen wir nicht sprechen und die besten Synchronsprecher. Die besten Synchronsprecher. Mein Lieblingssynchronsprecher von allen Synchronsprechern Deutschlands spricht Butcher. Insane. Stranger Things immer besser geworden. Subjektiv halt, ja, kann man sagen. Finde ich halt überhaupt nicht. Viele feiern, also ja. Ja. Manche so, manche so. Viele feiern auch Wegner Todes. Mich so ein okay Charakter. Jetzt nicht so krass. Ja, die Krüge abklatsch. Nicht dein fucking Ernst, Bro. Dass du da noch auf meinem Kopf landest. Gotcha. Oh! So gewinnt man das Ding auch. Klar, erste Runde, erster Sieg, wichtig für Selbstbewusstsein, Chat. Raus hier! Ja, gib her den Scheiß, gib her! Gib her! Flaggenträger. Das würde ich mir gerne aus Prinzip kaufen, aber leider kann man nicht sehen,
was das ist. Macht mich fertig. SBMM kickt doch nicht. Noch nicht. SBMM gibt es nicht. Abgesehen vom Solo-Showdown. Das ist auch nicht das Spiele. Ich spiele kein Solo-Showdown nie. Hab ich keinen Bock drauf. Zieh mal wieder den goldenen Huhn an. Geht zum Multiversus? Nein. Aber auch alle Product Placements dazu abgesagt. Heißt nicht viele. Einfach 1:1 geklautes Super Smash Bros. Nur mit anderen Charaktern. Und auch beim Zusehen todeslangweilig. Becken auch ganz cool, aber ansonsten gar nichts. Findest du Strumble Guys? Ich find's weird, dass die noch nicht verklagt worden sind. Also ich gönne dir eine richtig dicke Klage. Ich weiß nicht, wie... Das Spiel ist kostenlos, hoffe ich, oder? Allein, dass sie aber Geld damit machen können, dass sie Fall Guys 1:1 kopieren, finde ich eine bodenlose Frechheit. 1:1. Wish Fall Guys einfach. Also, ich gönne dir eine richtig fette, dicke Klage irgendwie. Das Game sollte gelöscht werden. Du sollst generell kein Geld damit verdienen, wenn du Arbeit 1:1 klaust. Also das nenne es sogar Strumble Guys. Das ist so eine Frechheit, Digga, wirklich. Das ist so eine Frechheit. Die Games klauen, diese Hammer sind einfach nur, sind teilweise 1:1 geklaut. Sau viel aus dem Game ist einfach geklaut. Brutal. Brutal geklaut. Also dreist geklaut. Du kannst Game-Genres machen. Kein Problem. Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist immer gut und wichtig, aber du kannst nicht ein Game einfach 1:1 so klauen. Geht nicht. Gönn ich dir nicht. Gönn ich dir null. Ich will, dass die pleite gehen und dass das Spiel gelöscht wird. Das ist einfach wie, als würdet ihr, keine Ahnung, so wie diese YouTuber, kennt ihr die ultra krank Thumbnails einfach klauen? 1:1. Und dann einfach ihr Gesicht drüber kleben über das geklaute Thumbnail. Oh, genau das ist das. Einfach mit der Arbeit von anderen Brüsten. Und damit dann Geld machen, Digga. Das geht nicht. Das ist halt nicht mal, ist es halt nicht mal ähnlich. Nicht mal selbe Spielgenre. Nein, es ist einfach sau vieles geklaut. Du kannst springen, du kannst hechten. Also, es ist einfach 1:1 gleich. Über den Namen dann da Geist hinter zu packen und dann wirklich das Spiel von den Mechanics zu klauen, Maps, Map-Elemente zu klauen, um wirklich das 1:1 selbe Prinzip zu machen, es ist zu frech. Spielprinzip können sogar andere nehmen, das ist kein Problem. Das ist wie, als würde jemand ein Battle Royale machen, so, weißt du, da hat keiner Patent drauf, aber, Bro, also Strumble Guys ist einfach Fall Guys auf Wish komplett geklaut. Damit verdienen die Geld, Digga, mit Ingame-Käufen. Bin ich den Null. Deswegen werde ich es auch nicht spielen. Niemals. Sowas supporte ich nicht. Das ist zu heftig. Autsch. Sorry. Ach, Kacke. Oh, das war dumm. Ah, das ist sehr gefährlich, hier die Abkürzung zu nehmen, wenn diese Dinger hier sind. Sehr gefährlich. Oh, Monta hat viel Geld da gelassen. Monta hat auch zu viel Geld, also ist... Ja, Wayne. Cool. Monte kann da machen, was er will, sonst ist mir doch scheißegal, ey. Oder das Game noch supporten, das ist doch nur meine Ansicht auf die Dinge. Ich will die nicht supporten, aber keine Ahnung. Fall Guys hat mir viel gegeben. Jetzt mit Epic Games bin ich noch mehr so mit Fall Guys, ich verstehe mich da gut. Und wenn ich dann sehe, dass jemand so dreist Arbeit klaut, so dolle, supporte ich das nicht, Digga. Vor allem ich als Fall Guys Guy, Digga, weißt du, was ich meine? Also ich find's cool, wenn mehr solche Genres, solche Jump'n'Runs mit ans Ziel kommen und nur einer kann das schaffen. Kein Problem. Aber also Game so dreist zu klauen, komplett dreist, sau viele Elemente zu kopieren, das geht nicht. Wie die immer auf Krampf so auf letzte Sekunde dann noch ins Ziel springen. Verstehe ich nicht. Wie lange ist der Modus drin? 2 Tage wieder?
Well, that hurts. Schade. Ja, aber die sind trotzdem alle relativ gut. Die sind alle auf einer Ebene. Hat mir nicht viel gebracht. Ach komm. Ach komm. Ei, oh, Meister. Auch noch keiner ausgeschieden. They're trying hard. Hab ich dich gefickt, Ente? Hm? Sag es. Sag meinen Namen. Okay, ich muss wahrscheinlich hier zu ihm leider rübergehen. Aber erstmal hole ich mir ein bisschen von dem Zeug hier und dann gehe ich denselben Weg wieder zurück. Weil der hat mir noch ein bisschen zu viel hier. Oder warte mal. Das hätte ich vielleicht auch so noch geschafft. Ah, das war dumm von mir, glaube ich. Ist okay. GG. GG. Nehme ich mit. Ops. Hobby die Ops und tschüss. Schön viel Fläche vernichten und weg da. Ja, klar, klar, klar. Raus hier, raus, raus aus der Lobby. Ab in die nächste. Deswegen spielen wir nur, wenn solche Modis rauskommen. Da hast du einfach mehr Spaß und Minis. Geht schnell, effizient und du hast gut Abwechslung in den Final-Games. Immer wichtig und richtig. Pokémon-Karten bestellt. Und ich habe mal zusammengezählt, was ich insgesamt in meinem Leben an Pokémon- und Yu-Gi-Oh-Karten ausgegeben habe. Ihr wisst, ich habe mir eine Sammlung gekauft. Einer der krassesten Sammlungen ever. Die hat 20.000 gekostet damals. Dann habe ich die gekauft von einem Jahr. Wie viel Geld habe ich insgesamt in Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh-Karten ausgegeben, Chat? Was schätzt ihr? Go. Der Sammlung natürlich mit eingeschlossen. 20.000 für die Sammlung ist schon was fix. Über 100.000 sagen viele. Das ist ganz schön krank, oder? 100.000! Oha, Alter, übertreibt, Alter. Völlig. What the fuck? Oha, Alfie, gruselig, what the fuck? Alfie hat es einfach auf den Punkt gebracht. Ist das schon mal gesagt irgendwo, oder? Aber, what the fuck? Ja, ziemlich in etwa 35.000 insgesamt. Für alles. Oh shit, was war das denn? Hallo? Kylo, du spinnst! Schade, kein erster. Ja, das ist krank, wenn man mal überlegt, ne? Für alle Openings in den letzten Jahren werden es ca. 35.000 gewesen sein. Und das Schlimme ist, du hast eine goldene Hexe, das ist das Schlimme zum einen. Zum zweiten, wenn wir die graden lassen wollen, ich hab mal geguckt, gerade jetzt, wenn du eine Karte graden lassen willst. Oh, für sie. Wenn du eine Karte graden lassen willst, die bis zu 500 Euro kosten kann, wenn sie eine 10 ist halt. Kostet das allein schon $30. Eine Karte. Das ist so gottlos. 35.000 werden sich auszahlen. Also die Sammlung, klar, die ist eine gute Investition, sage ich immer noch. Aber der Rest war keine gute Investition. Vieles davon sind ja Openings und Openings machen immer miese. Du gehst immer minus mit Openings. Immer. Ne? Es ist smarter, wenn du Karten willst, die einfach so zu kaufen, als ne, Opening davon zu machen. Das ist ja logisch. Ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, eine Bestellung gemacht. Da mach jetzt demnächst zwei teurere Products auf. Die lohnen sich halt overall gar nicht. Also damit machst du kein Geld extra, aber ich finde die Produkte halt cool. Deswegen, ich will die gerne on-stream aufmachen. Jedes Hobby kostet irgendwo Geld, ja, aber Pokémon-Karten ist schon ein sehr teures Hobby. Das stimmt schon. Also kann man jetzt nicht mit jedem anderen Hobby vergleichen. Das ist schon ein sehr teures Hobby. Ja, was die ganzen Karten wert sind, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ne, wir müssen ja mal gucken, wie ist der Zustand der Karten und sowas. Willst du noch nicht sagen was? Nee. Achso, das sind keine OG, krassen OG-Produkte, das sind nur ein bisschen ältere Sets, aber nicht Vintage. Aber es sind coole Products mit coolen Promos, so viel kann ich sagen, die ich schon immer haben wollte und die ganze Zeit haben will und ich ultra krass finde. Ja. Und auch Sets, wo ich noch nichts Geiles gezogen habe. Es ist jetzt nicht viel, in 20 Minuten haben wir beinahe alles geöffnet, was ich bestellt habe. Also in 20 Minuten ist alles weg. Dort ist alles gone.
kleiner Bastard. Den Hotdog müssen wir töten, Chat. Endless Bonbon. Ich hätte eh nicht den Hammer genommen. Ich nehme niemals den Hammer, immer auf Nummer sicher. Der ist es nicht wert. Wertvolle Yu-Gi-Oh-Sammlungen, nicht wirklich. Yu-Gi-Oh-Kartensammlungen sind generell nicht so teuer. Yu-Gi-Oh-Karten sind einfach nicht so teuer. Aber ich habe ein paar Ghost Rares, ja. Ich habe 9 Ghost Rares jetzt an der Zahl. Davon sind 2 Dark Magician Girls. Die kosten im Englischen 250 Euro each. Dann, mir den Dings gekauft. Ra habe ich mir gekauft. 200 Öcken. Was kostet der jetzt? Habe ich Minus gemacht eigentlich? 200 für Ra gezahlt. Der kostet genauso viel. Hier zuzüglich Versand. Der günstigste ist. Rechts ist schneller, habt ihr gesagt, ne? Scheiße. Scheiße, wusste ich nicht. Nie das Rechtsding da benutzt. Ich darf nur das Hotdog nicht gewinnen, ne? Mich festgehalten hat. Ja, ich gönne dir Notbruch. Oh, Hund. Ach, scheiße, eins davon teleportiert ein Weiz. Und ich weiß nicht, welches es ist. Ich dummer. Ja, du Hundesohn! Hab ich deine Mutter ge... Wen hältst du fest, hä? Du Stück Scheiße, du elendes Abschaumkind. Boah, das würdest du dir so gern unter die Nase reiben. Kann jemand seinen Namen herausfinden, ob ich ihn schreiben kann? Ich würde ihn auch gern einen Brief schicken. Schön die Briefmarke anspucken und dann dem zuschicken, wie ich den einfach nur alles Schlechte wünsche und dass er eine Playstation abfackelt. Der... Nonstop hält er mich fest und wird gebumst. Der mich ab... Gerade am Ende hat er mich 3-mal festgehalten und wurde daraufhin nur gebumst. Hast du verdient, wie ich ihn hasse auch einfach. Oh, das ist so... Stell dir vor, ich hätte verloren. Ich wäre so sauer gewesen. Ich habe zwar immer noch Zorn und Hass, aber so ein gutes. So einen guten Zorn und Hass. Wisst ihr, was ich meine? So diesen befriedigenden Zorn und Hass. Oh ja. Ja! Was ist heute für ein Tag? Nee, ah, nächste Woche, ja. Doch. Es schneidet nicht mit Gamescom, ne? Wenn es nicht mit Gamescom schneidet, bin ich dabei, Bro. Oh, oh, ich bin immer noch so satisfied von der Runde, von diesem Zahn, der mich die ganze Zeit festgehalten hat. Wichtig! Mach den kaputt! Und er ist so sauer. Ja. Meinst du mit ja, ich darf das onstream sagen, was das ist, oder mit... Das schneidet sich mit nichts. Ja, darf ich? Also Rust klingt cool, muss ich sagen. Rust Rivals? Was macht man denn in Rust Rivals? Ich bin aber nicht der beste PvP-Spieler, ne? Ich bin zwar ein... Ich tryharde zwar gerne, aber ich bin nicht der Beste. In Rust Rivals? Das klingt schon sehr cool. Von XQC sogar? Hä, wie dope ist das denn? Das ist richtig tryhard. Ja, okay, das ist das Böse. XQC hat sogar sehr viel Rival... sehr viel Rust gespielt, habe ich damals gesehen. Auch dieses Endlevel Rust mit AK only. Ja, da müssen wir aber auch auf jeden Fall dann vorher nochmal in Rust reingehen. Nochmal den AK-Spray üben. AK-Spray üben ist so diese Endlevel von Waffenlernen in allen Videogames der Welt gefühlt. Ich bin dabei, Dalu. Ich bin dabei. Und ich die aufgezählt habe, sind die internationalen Hardcore-Spieler in unserem Team. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Wie spielt man denn ein Rust Rivals? Was ist da das Ziel von? Geht man da auf Kills? Hau mich gerne mit Infos zu, Dalu. Klar. Aber das klingt sehr geil. Ich hab immer Bock auf Rust, so Streamer-Projekte. Rust ist mega geil. Ich habe sogar vor kurzem noch Rust richtig gegrindet mit Tapsi. Apropos Tapsi, der ist insane. Weil du nur noch Spieler brauchst, Tapsi ist mit der beste deutsche... Rust-Streamer, ne? Just in case. Orbit, danke dir für den Resub um 13. Welcome back. Das geht aber schon sehr spannend. Das geht einfach über mehrere Tage. 3 Stunden daily. Ach komm. Boah, das ist dann ja echt dieses andere spannend. Geil. Warte. Ach, Jo-Keule, was war das denn? Was
wird krass verswettet, ja. I know. Jedes Rivals ist krass verswettet. Fall Guys wurde ich in Grund und Boden gestampft. Fall Guys Rivals, überleg mal. 1 bis 10, wie krass schätzt du dich in Rust? Ich meine, ich habe immer eine Game Awareness, die schaffst du dir in solchen Games so oder so, ob es Rust ist oder nicht, aber Aim und Spray halt, ne? Ist halt unfassbar schwer. Das musst du echt krass lernen in Rust. AK-Spray vor allem. Das ist ziemlich schwer. Was machst du? Oh Gott. Das ist echt schwierig. Aber wenn du einen AK-Spray drauf hast, den gelernt hast, der neue Recoil ist viel einfacher. Stimmt, ich habe auch bei Tapsi gestern gesehen, es gibt Hitmarker in Rust. Rust hatte ein Recoil-Update. AK und so ist jetzt einfacher. Macht ihr aber immer noch so viel Damage? Echt jetzt? Dann sehe ich mich absolut nochmal in Rust drinne. Krass. Die ist aber genauso stark noch. Weiß ich auch, ob das unbedingt sogar was Gutes ist. Ich fand das eigentlich sehr geil, dass das so schwer war zu schießen. Sonst wäre das auch zu... Du tötest ja Leute mit 2 Shots, AK. Wenn der Recoil dann zu leicht ist... Ach, Training mit Tapsi. Wahrscheinlich trainiere ich mein Aim mit Tapsi, oder? Ich habe selbst immer so Server... Ich bin immer so Servern gejoint, wo du... Aim-Training machen konntest. Und Helikopter-Training so ein bisschen. Helikopter ist immer noch so schwer zu fliegen in Rust, holy shit. Aber mittlerweile konnte ich das dann auch ganz gut. Also, keine schwierigen Manöver, aber Standardfliegen konnte ich. Das habe ich gelernt. Oh, das war perfekt. Das war flawless. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Heb dich doch hoch, Keule! Heb dich doch hoch! Ich kann nicht mehr. Das war flawless und dann choke ich das Ende. Hä, warum klettert der nicht? Oh, gebrochen. Gebrochen. Hä, aber warum täuscht der Klettern an und klettert dann nicht mehr? Ich hätte sogar noch geschafft, wenn er geklettert wäre. Ist so gezögert am Ende. Ich hätte nicht zögern dürfen. Ich glaube, ich hätte sogar noch geschafft, den Jump. Stimmt's? Warum kommt denn jetzt dreimal von 4 Finale überhaupt Bergspitze? Was ist das? Da kann man nicht klettern. Stimmt, ich habe schon mal jemanden gesehen, der da geklettert ist. Denk an die letzte Runde. Ja, das muttert mich wieder auf. Dann dem zuschicken, wie ich den einfach nur alles Schlechte wünsche und dass er eine Playstation abfackelt. Dieses Sour Dog. Ja! Weiter geht's. Was geht's da so, Rios? Hi. Oh. Guter Jump. Autsch. 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 What am I doing? Oh Gott. Tut mir alles weh. Ganzkörperschmerzen. Gut. Oh, was ist mit dem los? Immer noch verbuggt hier? Tatsächlich. Ich bin für die Bälle zuständig. Ja. Okay, weiter geht's. Muss kurz was machen. Ja, kennt man. Es ist warm, Chat. 33 Grad. Was wollt ihr eigentlich? Schaffe ich das? Ey, komm, scheiß drauf. Lohnt sich gar nicht. Nice. Hat voll der alte 4-Hype auf Twitch, ne? Woher kommt das? Wer hat damit angefangen? Dass das so gehypt wird auf einmal. Wieder. Vor einem Jahr war das schon gehypt, aber jetzt einfach wieder? Ah, jeder sagt was anderes. Miki, Rohat und Monte. Perfekt. Ich glaube, Miki war aber vor Monte und Rohat, ne? Jetzt wieder. Also wie gesagt, vor einem Jahr war das schon gehypt und da hat es jeder gespielt, aber jetzt einfach wieder. Also ich habe all der 4 komplett gerockt, by the way, ne? Ich habe all der 4 6,5 Spielstunden jetzt. Auf Steam. Und komplett durch. Also nicht nur das, was gerade jeder spielt, sondern auch das neue Level da. Gibt ja noch ein neues Level. Ja, und das habe ich auch durch. In 6,5 Stunden. Komplett alles. Das ist eine gute Zeit, würde ich sagen. Das auch Red Dead Redemption enthalten. Also schon coole Titel, krasse Titel, Spider-Man, alle Titel.
was weiß ich, alles. Eigentlich voll, fast alle Games, die krass sind, sind da enthalten. Aber die habe ich schon gespielt und du musst halt 10 Euro im Monat zahlen. Elden Ring, Valhalla, ja, wirklich alles. Das sind irgendwie alle Spiele, die es gibt. PlayStation Plus. Wenn du wirklich ein Gamer bist, der wirklich viel spielt und diese Games noch nicht gemacht hat, dann lohnt sich dieses Abonnement, würde ich sagen. Weil da hast du krank viele Spiele, die auch krass sind. Ja, so, für 120 Euro im Jahr, für 100 Euro, whatever. Da hast du schon... Das sind keine 0815 Titel, das sind die besten Titel der Welt. Das ist ein Videospiel, alles AAA Games. Aber ich habe die alle schon durch. Die meisten. Für 10 Euro im Monat mehr zu zahlen, weil so viel Kampagnenspiele spiele ich ja jetzt auch nicht. Ich wusste, dass du das vorhast. Bin ich nicht sofort gesprungen, du Robin Hood für Arme. Oh. Gut gerettet, Keule. Gut gerettet, Keule. Halo, sein Vater, danke für den Elfen. They're trying hard, huh? Ah, er wollte es wieder machen. Das war knapp diesmal. Hätte mich jetzt gegrabt, wäre ich tot gewesen. Schiss. Der will die ganze Zeit grabben, dieser Robin Hood, Spasti. Ich riech das. Die Triad Lobby, oder? Was? Ich bin so paranoia, dass sie mich festhalten. Heilige Scheiße. Bin ich paranoid. Mach dich weg, Robin Hood. Ja. Gott, ich bin so paranoid. Wenn man rausfliegen, der nervt. Wieder kommt er so nah an mich. Was teleportiert er sich hier? Hallo, ey? Was passiert hier? Ich hab's gesagt! Ich hab die ganze Zeit Paranoia vor ihm gehabt! Dieser Ba. Oh mein Gott, bin ich sauer! Junge, hä? Junge, er tippiert sich über die gesamte Map einfach. Eine Sekunde festgehalten, tot. Hä, Vollgeist hat gerade gepostet, man kann den Among Us Skin in diesem Battle Pass freischalten. Stimmt das? Ist das nicht ein alter Battle Pass Skin gewesen? Kannst du ja PS Plus extra holen für einen Monat. Kostet nur 14 Euro. Dann Spider-Man safe durch. Echt, ist das jeden Monat kündbar? Oder kannst du ja voll die Spiele durchgrinden in einem Monat für 14 Euro? Wann ist denn der Livestream von Behavior? Zu DBD. Ich mir schon gerne die Killer-Sachen von... Zeigen die da zuerst? Ja, ne? Also heute wird Wesker vorgestellt, glaube ich. Voll strong dann, dieses PS Plus extra. Oder hast du mal Bock, einen Monat richtig doll zu zocken, machst ein Abo für 14 Euro und dann spielst du da die Games krass durch. Dann kündigst du wieder. Du kannst die Spiele danach zwar nicht mehr spielen, wenn du kündigst, aber scheiß drauf. Platin spielen in einem Monat. Easy Claps. Das war irgendwie knapp. Zauber für den Affe. Ja, ist halt smart, ne? Richtig mache ich auch so. Du kannst ja für 14 Euro irgendwie so 2-3 Games komplett durchspielen, Abo kündigen, hä? Übel broken. Worauf habt ihr mehr Bock? Dark Souls 2 oder Resident Evil 1? Das sind ja beide sehr alte Spiele. Dark Souls 2 ist mehr Bruch, Resident Evil 1 ist ein All-Time-Classic halt, ne? Ich habe
wir mal eine Abstimmung machen? Was würdet ihr mehr fühlen? Mods? Mods? Abstimmung. Was würdet ihr mehr fühlen? DSA, also Dark Souls 1, schreibt es bitte aus. Dark Souls 2, sorry. Dark Souls 2 oder Resident Evil 1. Resident Evil 1 habe ich, glaube ich, auch noch nie gespielt. Nie. Ich kenne es. Klar, aber ich habe es nie gespielt einfach. Dark Souls 2 habe ich auch nie gespielt. Auch nie mir angeguckt. Bei Wins ist okay. Aber ich hätte jetzt schon fünfmal dieses Finale hier. Was soll denn der Scheiß? Komm, mit drei anderen Pappnasen ist doch machbar, oder? Zwei Finalgames verloren. Kann ich da drüber springen? Über das Ding hier und abkürzen damit? Kann ich. Inwiefern das halt jetzt auch abgekürzt war. Weiß ich jetzt nicht, aber es trug auf dem Reifen. Alles. Alles Victory. Let's go! Here's our win. Wichtig. Wichtig für Selbstbewusstsein. Nochmal Content zu deiner Pokémon-Sammlung. Ja. Wenn ich nochmal drüber gucke und die Selbstbewertung mache und gucken, was wir alles einschicken. Wenn es mal nach mir geht, würde ich gerne jede Holo einschicken, die ich habe. Also von Wizards of the Coast Era. Ja, die ersten 6, 7 Hauptsets. Aber ob mein Geldbeutel das erlaubt, weiß ich nicht.